Sie sehen eigentlich ganz unscheinbar aus, aber Matthias Schlitte und Jan Teger haben es wirklich in den Armen. Sie sind Armwrestler beim VfL Wolfsburg. Jan hat 2019 sogar die Weltmeisterschaft geholt und Mitte August haben die beiden Gold beim, wenn auch kleineren, World Cup in Frankreich klargemacht. Ja, das Gefühl, das merkt man erst am Ende, im Finale, ne? Also das war schon überragend, sag ich mal. Also es hat sich gut angefühlt. Oh, Bescheidenheit ist eine Tugend. Okay, um es gleich vorwegzunehmen, Matthias' ausgeprägter Arm hat nichts mit einseitigem Training zu tun. Das ist ein angeborener Gendefekt. Jan und Matthias trainieren 2 bis 3 Mal die Woche in Wolfsburg. 3 Monate vor Turnieren, wie dem in Frankreich, schon mal fast täglich. Beide machen das schon seit weit über 10 Jahren. Um ein bisschen Sport zu machen, muss man schon ein bisschen bescheuert sein. Das stimmt wohl. Aber hat angefangen früher auf Geburtstagen, Partys so mit Armdrücken. War ich ziemlich gut, obwohl ich ziemlich der Leichteste war. Dann habe ich gehört oder von Bekannten erfahren, dass es diesen Sport auch als Wettkampfsport gibt. Ja, und seit fast 12 Jahren mache ich das jetzt. Hab das auch schon immer mit meinem Papa mal gemacht oder mit Klassenkameraden. Und dann hat damals 2004, also schon 16 Jahre her, meine Mama so einen Flyer an der Tankstelle gefunden für so ein Amateurturnier. Und war damals noch 16 Jahre alt, der Leichteste, der Kleinste. Und hab das am Ende sogar gewonnen, völlig überraschend, gegen die ganzen dicken Hirsche. Es geht beim Armwrestling übrigens nicht nur um reine Kraft. Da ist viel Technik gefragt, sagt der Trainer. Da steht man nicht nur der Arm alleine irgendwie, sondern das kommt vom Fuß übers Bein in den Körper. Und dann die Kraft kommt aus dem Körper in den Arm und dann das gepaart mit einer gewissen Schnelligkeit, Kopfstärke und viel Training. Spezielle Kraft ist gefordert. So ein Kampf kann übrigens ziemlich schnell vorbei sein. Oft ist nach 2 Sekunden schon Schluss, ist wahnsinnig kräftezehrend. Da hat jeder so seine eigene Strategie. Wenn es dann losgeht, gucke ich mir die Gegner an. Wer alles in meiner Gewichtsklasse ist, gucke mir den Schiedsrichter an. Und viel findet auch im Kopf statt. Vor dem Kampf schon. Also man muss halt auf den Punkt genau starten. Wenn das Zeichen kommt, ready, go, dann muss man alles geben. Also da darf man nicht verpennen. Und man muss ein Gesicht machen. Oder eben auch nicht. Ich habe mir immer so ein paar Gesten im Laufe der Zeit so angewöhnt. Ich stand mal wie so ein Pistolero da am Tisch mit breitgestellten Beinen und so. Aber das ist immer so tagesformabhängig. Aber normalerweise immer, sobald ich da an den Tisch rantrete, also ich gucke auch niemals zu meinem Gegner in die Augen, ich gucke eigentlich dran vorbei und bin da ganz cool und ganz relaxed. Aber sobald mein Ellbogen das Polster berührt, ist die Maschine halt bei mir auch an. Übrigens, in ihrem Freundeskreis werden die beiden inzwischen nicht mehr herausgefordert. Die Zeiten sind vorbei, dass die mich herausfordern. Die sind froh, wenn ich denen beim Umzug helfe oder so. Sie schleppen aber lieber Medaillen, denn Jan und Matthias sind schließlich 2 der besten Armwrestler der Welt aus Wolfsburg.